1 Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 5050. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 1 Live. 0800 220 5050. Jo, ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir sind erstmal so ein bisschen unter uns. Und zwar hier bei 1 Live im Radio und bei 1 Festival. Ich begrüße euch sehr herzlich, schön, dass ihr da seid. Wir fangen hier schon mal an und das WDR Fernsehen kommt so 10 Minuten später zu uns geschaltet. Wir haben eine freie Themennacht, wie immer mittwochs. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr anruft, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch unter 0800 220 5050 oder meldet ganz einfach unter domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht, der heißt Michael und der Michael ist 29 Jahre alt. Hallo Michael. Ja, hallo Domian. Hallo Michael, und was geht's bei dir? Ja, ich rufe an wegen dem Anrufer von gestern Abend, der halt sich als Frau angezogen hat und sich dann halt nachts so ein bisschen bei sich zu Hause verbarrikadiert hat und das halt immer ein bisschen mehr und mehr halt betrieben hat. Ja. Ganz einfach aus dem Grund, weil das eigentlich eine ziemliche Parallele zu meiner Entwicklung ist. Aha. Also ich habe so vor, ja, so vor 10 Jahren da gemerkt, dass da, dass ich mir die Frauen auf eine andere Art angucke irgendwie und mich halt ja, dass mich halt fuchst praktisch, dass ich nicht kann mich so schmücken und kleiden wie eine Frau. Ja, ja. Das ist recht, die Frauen sind immer im Vorteil. Ja. Die können sich immer schicker aufbrezeln als wir Männer. Ja, richtig. Ne, auch wenn es irgendwie mal ganz edel zugehen soll, die Männer haben immer irgendwie einen schwarzen Anzug an und die Frauen sensationelle Kleider und Roben und weiß ich was. Das, ja. Das war die Initialzündung für dich, dich damit zu beschäftigen? Nicht die sexuelle Komponente? Nee, es ging einfach darum, mir das halt rausnehmen zu können, also mich so zu kleiden, ja. Und natürlich auch der Anblick, sag ich mal, wenn man die Kleider anhat, ja. wenn man die Fingernägel lackiert hat oder Zehennägel lackiert hat, High Heels anzieht. Also vor 10 Jahren ging das los ungefähr, sagst du mit 19, jetzt bist du 29. Ja, richtig, wobei ich das mit 19 auch nicht genau so definieren konnte, dass das in die Richtung geht. So allmählich. Ja, nur es war halt immer wieder so ein bisschen Neidgefühl beim Anblick von Frauen, die sich halt, sag ich mal, wirklich gut anziehen. Also ich sage jetzt nicht irgendwie die halbnackt rumrennen, sondern sich wirklich gut anziehen. Wo man vom Gesamtbild merkt, die versuchen was aus sich zu machen und verstehe. Wirklich also, das Frausein und das Weibliche richtig auszuleben. Verstehe. Fühlst du dich denn, wenn du dich so als Frau angezogen hast, fühlst du dich da auch als Frau? Also ich fühle mich nicht als Frau, also ich weiß, dass ich biologisch bin, aber ich vielleicht ein bisschen Verwandlung von der Person kann sein, dass das so ein bisschen weicher wird oder so. Ich sag mal, ich bin sowieso nicht jetzt hier der supermännliche Typ. Ja. Du hast gestern ja der Anrufer erzählt, dass in dem Moment, und so kenne ich das auch von vielen Gesprächen mit Leuten, die sowas gerne mögen, dass wenn die das angezogen haben, wenn die so Frauenkleidung anhaben, dass es immer so eine erotische Komponente hat, dass die das im Klartext geil macht. Ist das bei dir auch so? Ich sag mal, ich kann es nicht abstreiten, dass es in gewisser Weise so ist, auch. Und bei dem Anrufen gestern war es ja auch, dass es bei ihm eigentlich meistens noch irgendwie bei der zur Selbstbefriedigung kam und so. Ich sag mal, gibt's bei mir vereinzelt, ja. Aber also, ich setze mich halt auch abends hier hin und mache mich halt zurecht, mache mich auch so, wie er gestern gesagt hat, mache mich halt, mache mir meinen Abend halt zurecht, gehe duschen, mache mich fein und so und genieße dann auch einfach hier so zu sitzen. Jetzt im Moment auch gerade? Nee, im Moment nicht. Männlich. Zu harten Arbeitstag und morgen früh geht es schon wieder sehr früh los. Was arbeitest du? Was bist du vom Beruf? Einzelhandel. Glaube ich, gestern der Kollege auch. So, ja. Die Richtung zumindest. Betreibst du das auch nur zu Hause? Ja, das ist ja das Problem. Ich will das nicht nur zu Hause betreiben. Und ich habe auch keine Lust mehr, immer hier mich halt zu überschlagen, wenn es abends mal noch klingelt. Irgendjemand kommt noch und vorangemeldet und ich muss dann gucken, dass ich die Klamotten vom Leib kriege. Und, ich habe es gar nicht verstanden. Du willst es nicht immer zu Hause oder du machst es nicht immer zu Hause? Doch, ich mache es nur zu Hause. Du machst es nur zu Hause? Ja, aber ich will es auch außerhalb ausleben können. Also, ich will auch, dass Leute in meinem Umfeld das wissen. Und wer weiß es denn bis heute?
Bis heute weiß es meine Mutter, jetzt sie hat es zuletzt erfahren als Letzte, aber davor habe ich es halt verschiedenen Freunden halt gebeichtet, meiner Freundin auch, die hat auch kein Problem damit, die kennt mich mittlerweile. Ehrlich? Du bist im Moment in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung. Lebst aber mit der Frau nicht in einer Wohnung? Nee, wir wohnen in einer Wohnung, wir sind seit 4 bis 5 Jahren jetzt zusammen, ja 5 Jahre. Ja. Und das macht deine Freundin nichts aus? Nee, das macht ja nichts aus. Und ziehst du dich auch um in Anwesenheit von deiner Freundin, also... Ja, natürlich, klar. Das heißt, ihr sitzt dann schon mal abends zusammen beim Fernsehen? Ja, du? Und die kennen mich und sie weiß halt nicht, die kommt halt auch, die kann halt unvermittelt kommen, das ist kein Problem, die klingelt dann dreimal, ich weiß dann, dass hier das ist. Und der ist das dann auch, die grinst dann vielleicht einmal kurz und sagt, aha, ist wieder die Frau so und so unterwegs und das war's. Hast du denn dann auch nimmst du dann einen weiblichen Namen an? Sie hat mir einen weiblichen Namen gegeben. Nämlich? Mojita. Ja, das ist ja eine Rolle, in die du richtig einsteigst. Ja, genau, so ein bisschen. Aber ich sag mal, das ist mir jetzt egal, wie sie mich genannt hat. Mir geht's nur einfach darum, ich will das auch außerhalb ausleben. Mhm. Warum tust du es nicht? Das ist ja nicht so ein einfacher Schritt, sagen wir, vor der Gesellschaft. Ich habe auch Verwandtschaft, ich habe auch einen Arbeitgeber. Ja, du musst ja nun nicht gleich morgen ins Büro als Marita gehen. Nee, klar, will ich ja auch nicht. Es könnte ein Anfang wäre ja einfach mal so, lebst du in einer größeren Stadt? Nö, in der Nähe von Saarbrücken. Nee, von Saarbrücken, ja gut, das ist ja vielleicht, keine Ahnung, wie es in Saarbrücken so ist, aber einfach mal so ein bisschen in die Nachtszene. Ja klar, das ist es ja. Ich bin halt vorher immer weiter weggefahren, allein, mal so abends, ne, wo ich genau wusste, hier 100% keiner über den Weg. Also, ach so, das hast du dann doch schon mal gemacht, du warst schon draußen als Marita. Ja, sicher, das ist es ja, aber ich will das nicht mehr irgendwie heimlich machen und ich war jetzt halt vor kurzem halt auch mal mit Freunden zum ersten Mal in Saarbrücken halt, was für mich schon nähere Umgebung ist, unterwegs nachts in der Disco. Als Frau? Ja, genau. Und mit Freunden sogar, da waren noch andere Freunde dabei. Ja, richtig, klar, mit Freunden. Ja, du sagst das so beiläufig, ich bin ganz, ganz erstaunt darüber, dass die Freunde das so, dass die das so hinnehmen. Klar. Normal ist das ja nicht. Nee, klar, aber ich hab da mit denen drüber gesprochen, hab denen das irgendwann gebeichtet. Und machen die sich nicht lustig über dich? Nee, ich hab ja gesagt, dass ein paar Freunde, von denen ich auch weiß, dass es Freunde sind. Ja, aber also, dann müsste... Das auch bestätigt. Also ein wirklich guter Freund von mir, der Tobi, sag ich jetzt einfach mal, der hat zu mir gesagt, ich kann dich verstehen und ich habe kein Problem damit und so. Und ich habe mir auch gefragt, was ist denn, wenn ich jetzt bei dir zu Hause bin und deine Mutter oder dein Bruder kommt irgendwie zufällig vorbei, macht er, das ist mir scheißegal, du das warum. Aber was passiert, Michael? Ich muss so glücklich werden. Ich habe ihm das auch erklärt, dass das, wie gesagt, das ist auch, ich meine, natürlich habe ich da Spaß dran, aber es ist nicht nur jetzt das Spaß, sondern es ist für mich schon ein ernster Faktor dahinter, weil ich mittlerweile weiß, dass das sein muss. Mhm. Was passiert denn, wenn du in einer Kneipe bist, beispielsweise, und ich gehe mir davon aus, dass du dich toll zurecht machst und du hast gerade schon gesagt, Fingernägel lackieren, Fußnägel lackieren, wahrscheinlich Schminke auch oder Perücke und sowas. Mhm. Wenn dich ein Typ anspricht, was dann? Ist noch nicht passiert. Also als ich da jetzt weg war, jetzt in Saarbrücken zum Beispiel, da kommen dann ganz andere Kommentare, da kommen dann manche, ja, ich wäre ja schwul und was weiß ich. Mhm. Na, aber nur mal das Gedankenspiel. Was passiert dann, wenn dich ein Typ scharf findet und dich anspricht? Was dann? Nö, würde ich nur darauf reagieren, weil es mir darum nicht geht. Ich will ja nicht irgendwie jemanden scharf machen, auch schon gar keine Männer. Ja. Ich will mir einfach nur rausnehmen, auch so rumzulaufen. Ja. Und ich will auch ich will gar nicht als die Sensation da rumlaufen. Das ist es ja. Ich möchte ja gar nicht auffallen. Michael, aber du bist doch schon sehr weit, Mensch. Nee, klar, aber ich finde ich, das ganze nahe Umfeld akzeptiert ist, was ja schon sensationell ist, finde ich. Und du hast schon deine ersten Ausflüge gemacht, dann kannst du es doch eigentlich auch so peu à peu weitermachen, ohne nur gleich auf der Arbeit so anzutanzen. Das geht natürlich nicht. Ja, klar, das ist ja auch, was ich halt jetzt vorhabe oder was halt in seinem Verlauf halt ist mittlerweile. Ja. Sozusagen. Aber wie gesagt, dass es meiner Mutter weiß, ist mir das Wichtigste erstmal. Wie hat die eigentlich darauf reagiert, als sie das zum ersten Mal erfahren hat? Ja gut, zwar auch erstaunt geguckt, aber die hat zu mir gesagt, bist du und bleibst mein Sohn und das war es eigentlich. Und ich wusste auch, dass meine Mutter da hinter mir steht. Weißt du eigentlich, also, was du für... Ich habe eine Top-Mutter, muss ich sagen. Ja, also ich will dir sagen, du hast ein mega Glück.
in der ganzen Geschichte. Du hättest auch ganz andere Reaktionen abbekommen können. Ja, klar, aber das ist es ja. Soweit bin ich ja. Das wissen halt nur vereinzelt jetzt wirklich Leute und ich renne ja nicht tagsüber hier so bei mir in der Stadt rum. Aber es könnte weitergehen. Ne, ja. Es könnte weitergehen und demnächst könnte es sogar sein, dass man dich mal so in Saarbrücken abends im Café sitzen sieht. Ganz genau, dass mir das wirklich egal ist und ich doch meinen Seelenfrieden auch irgendwie damit finde. Weil ich sag mal, das ist halt mittlerweile, es ist ein Muss. Also für mich. Also ich glaube, du bist auf dem besten Wege dazu, dass das funktioniert. Ja, lieber Michael, grüße mal deine tolerante Umgebung, besonders deine Freundin und deine Mama herzlich von mir. Und ich wünsche einfach alles Gute und lass es dir gut gehen. Als Machita war das, ne? Nee, ja klar. Alles Liebe, tschüss Michael. Jo, alles klar. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, jetzt machen wir ein paar Sekunden Musikpause und dann schaltet sich das wieder Fernsehen dazu. Bis gleich. Meine lieben WDR-Fernsehzuschauer, ihr seid jetzt auch da. Freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir sind ein bisschen verspätet und bitten das zu entschuldigen. Wir haben hier bei 1Live und bei 1Festival schon angefangen. Aber jetzt geht's halt gemeinsam weiter. Wir haben eine freie Themennacht wie immer mittwochs. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer oder unter der bekannten E-Mail-Adresse. Und jetzt begrüße ich ganz herzlich die Carmen. Carmen war da, Carmen war 28. Die ist nun fort. Dann machen wir hier weiter mit der Melanie. Und Melanie ist 42. Guten Morgen, Melanie. Ja, hallo, guten Abend, Domian. Ja. Hallo. Hallo, Melanie. Schön, dass du da bist. Ja, um schön, dass ich jetzt dran bin. Ne? Ja. Ich bin ganz, ne? Noch schneller als erwartet. Ja, ich bin ein bisschen sehr aufgeregt und auch ein bisschen erregt, ne? Weil mich der erste Anrufer, also die Vorstellung, dass der so in Frauenkleidern rumläuft, also. Ehrlich gesagt, das macht mich scharf. So. Also, ja, ne, nur ich bin in Köln und der ist in Saarbrücken, ne, aber ja, ich meine, in Köln gibt's ja auch genug Männer. Gibt's auch genug Männer und außerdem war er in festen Händen. Aber das ist auch nicht dein Thema. Ja, ne? Er wäre, glaube ich, auch ein bisschen zu jung für mich. Vielleicht, ne? Ja. Melanie, warum meldest du dich bei mir? Ja, also ich hab ein geiles Thema. Mein Thema ist Autofellatio. Ich weiß nicht, ob du weißt, was das ist. Ja, ich weiß das schon. Ich muss lachen. Sag mal. Ja, das ist die Selbstbefriedigung an sich selbst. Ja. Oral, ne? Oral, genau. Mhm. Hat also nichts mit dem Autofahren zu tun. Nein. Ne? Also wenn ihr Auto heißt ja, ist ja lateinisch, bedeutet ja selbst. Ne? Genau. Die Autobiografie und Autodidaktik. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was gelernt. Also Autofellatio ist so ein gewisser Schweinkram. Ja. Naja, irgendwie. Ja. Jetzt meldest du dich als Melanie, 42 Jahre alt, zum Thema Autofellatio. Ich praktiziere es aber nicht selber. So, das wollte ich nämlich jetzt... Was? Du? Sondern mein Mann praktiziert. Ach. Ja, also ich denke mal, beim Mann ist es wohl von Natur aus noch etwas einfacher. Es gibt da Frauen, die es können. Ja, ich kann es aber nicht. Muss man als Frau sehr gelenkig sein. Ja, ich meine, ich habe viele Talente, aber das kann ich zum Beispiel nicht. Also dein Mann betreibt Autofellatio. Wir übersetzen es nochmal ganz klar. Dein Mann kann sich selbst oral, das heißt mit dem Mund, befriedigen. Ja, sich selbst einblasen, wenn man das hier so sagt. Wenn wir es mal vulgär ausdrücken wollen. Ja, aber ich glaube, dann kann sich wirklich jeder was drunter vorstellen. Genau, das muss man auch Klartext reden. Ja. Ist dein Mann denn so groß ausgestattet? Oder ist er nur sehr gelenkig? Oder beides? Ja, er ist
er ist sehr gelenkig, er hat halt viel geübt. Also ausgestattet ist er eigentlich ganz normal. Ne? Können wir das in Zentimeter ausdrücken ungefähr? Ja, ich würde mal sagen so 16 Zentimeter. Ja, das ist eine absolute Norm. Ja, ich meine, eigentlich müssten das ja dann alle Männer können dann, ne? Ja, aber dann ist er ein sehr gelenkiger Mann. Ja, er hat viel geübt. Er hat halt aus der Not eine Tüte gemacht, weil ich kann ihn nicht oral verwöhnen. Ich bin als Kind sexuell missbraucht worden und wenn ich nur dran denke, auf Deutsch gesagt, dann könnte ich kotzen. Also ich kann es nicht. Ich kann ihn zwar in den Mund nehmen, aber ich empfinde nichts dabei. Das heißt, ist dann nur so wie ein Stück Fleisch. Der normale Geschlechtsverkehr, das funktioniert zwischen euch beiden? Ja, das funktioniert. Reibungslos. Und das andere, hat er sich dann, macht er das in deiner Anwesenheit? Ja, natürlich. Natürlich. Ich meine, ich befriedige mich auch in seiner Anwesenheit. Ja, das ist auch toll, wenn das... Ja, ich meine, da bekommt man ja richtig was geboten. Ne? Ja, das wollte ich jetzt gerade fragen. Findest du das erregend, wenn du siehst, wie dein Mann das macht? Bei sich selbst? Ja, also vorausgesetzt, er schafft es. Also ich meine, er schafft es nicht immer. Wie so die Tagesform und ob irgendwelche Rückenschmerzen da sind oder so. Ja, genau. Gut. Ich meine, er ist 43, ne, da ist man ja auch nicht mehr so der Allergelenkigste. Kommt darauf an, wenn er viel Sport getrieben hat und auf den Körper geachtet hat. Ja, eigentlich so ganz normal. Ich würde mal sagen, er ist so normal gelenkig. Ne. Es kommt so, ob er die richtige Position schafft. Ne. Man muss ja in so einer richtigen Position dafür sein. Ja, man muss sich dann irgendwie auf den Rücken rollen oder wie macht er das? Ja, so ungefähr. Also ist halt nicht immer gleich. Ne? Den Po in die Luft? Manchmal schafft er es, aber manchmal schafft er es halt auch nicht. Ne? Ist das denn, gehört das zu eurem normalen Sexleben dazu, dass das regelmäßig dann passiert? Ja, inzwischen schon. Da lacht sie. Das heißt, früher nicht so oft, in letzter Zeit mehr, oder wie? Ja, ich sag immer so, Übung macht den Meister, er wird ja immer besser. Wie lange seid ihr verheiratet schon? Nee, wir sind überhaupt nicht verheiratet, also wir leben zusammen, so, aber er ist trotzdem mein Mann. Und wie lange lebt ihr schon? Wie lange sind wir jetzt zusammen? Das ist 2001. Ach so, noch nicht so ganz lange. Nö, noch nicht ganz so lange. Dann seid ihr ja noch relativ junges Paar. Ja. Wann sind da die ersten so die Tabus gebrochen, dass man sich voreinander selbst befriedigt hat? Das macht man ja auch nicht so gleich am Anfang so unter Umständen. Ja gut, wir haben uns halt auf einer Datingline kennengelernt und da haben wir, bevor wir uns überhaupt kannten, halt viel Telefonsex gemacht, weil er mir immer das Kompliment gesagt hat, also allein meine Stimme würde ihn schon geil machen. So. Das will ja auch was heißen, ne? Hört man ja auch gerne, ne? Das hört man immer gerne. Also praktisch nur, egal was ich sage und wenn ich sage, nur Schatz, ja, bring den Müll runter, ne? Das kann es auch passieren, ne? So fing es also an mit euch. Ja, genau. So, dann kamt ihr zusammen und wann ist das zum ersten Mal passiert, dass ihr euch voreinander selbst befriedigt habt? Ja, also zuerst mal war es immer das Thema, er wollte halt auch, dass ich ihn oral verwöhne, befriedige und das war immer so dieses Tabu, weil ich einfach gesagt habe, es hat nichts mit dir zu tun, aber ich kann es nicht. Ich kann es nicht und ich habe es versucht. Und das hat er dann auch so hingenommen? Ja, schweren Herzens, ne, weil er halt auch so ein Französisch-Liebhaber ist. Hatte ne? er denn vorher mit dieser Autofellatio gar keine Erfahrung? Hat er Nein, das, gar ja. nicht. Ach so, gar nicht, das ist durch eure nicht. Beziehung. Also er wusste, glaube ich, gar nicht, dass es das überhaupt gibt. Ne? Nur ich habe einfach mal gesagt, ne, ja, also ich kann dir keinen Blasen rum, bläst du dir halt nicht selber ein. Ne? So ein bisschen so halb in der Wut, so halb so ein bisschen provozierend. Ja. Ne? Und da hat er gesagt, ja, mach ich. Warum eigentlich nicht, hat er gesagt. Ja, warum denn eigentlich? Man kann es ja mal ausprobieren. Genau. Und macht es ihm denn auch richtig Spaß? Aber hallo. Das heißt also, es kann durchaus passieren, dass er dir auch mal mit sich selbst also fremd geht. Ich muss dann aufpassen, dass dann hinterher noch was für mich übrig bleibt. Ne? Also, dass wir dann auch noch, ja, das, also ich meine, Sex ist ja auch Teamwork. Ne? Das ist dann nicht passiert. Er hat es sich selbst gemacht. Ne? Nee, du musst dann vorher Stopp rufen. Ne? Also, ein bisschen darf er, aber nicht die volle, nicht alles halt, ne? Nein, alles.
Genau. Aber da habt ihr beiden doch wirklich, ihr beiden Turteltauben, da ein sehr schönes, offenes Sexleben. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich würde mal sagen, unsere Sexbeziehung ist auch so geht so auch in die Richtung so SM, ne? Ah, ja. Also auch wie der Ärzteanrufer, also dass mein Mann halt auch mal gerne auch, ja, ne, auch halt mal gerne auch Frauen, ja, also nicht Frauenkleider, halt so Frauen Unterwäsche trägt. Ach so. Na, also da geht's. Das halt, weil ich würde mal sagen, ich habe vielleicht eine Bi-Neigung, aber die Bi-Neigung möchte ich mit meinem Mann aussehen, jetzt nicht mit einer anderen Frau. Ach, verstehe. Dann zauberst du dir aus deinem. Dann quasi die Weiblichkeit in meinem Mann. Verstehe. Also mit einer Frau, glaube ich, könnte ich es mir nicht so vorstellen. Ja. Also ich will das schon ausleben, aber halt so, ja, mit den vorhandenen Möglichkeiten. Ja. Also, bei meinem Mann ist das ja eigentlich genauso. Also ihr seid euch definitiv treu, ihr beiden? Ja. Ja. Und habt aber da euren Kosmos, wo ganz viel an Sex passiert und auch immer was Neues ausprobiert wird und ihr eigentlich richtig zufrieden damit seid. Ja, wie gesagt, ich bin halt froh, dass er, wie gesagt, selbst ist der Mann. Sonst hätte ich natürlich immer die Befürchtung, ne, dass er sich das dann sonst irgendwo mal bei einer anderen Frau holen würde. Obwohl ich so im Bekanntenkreis, so wenn ich mit meinen Freundinnen so drüber spreche, also sagen wir mal so, Oral-Fans sind das alle nicht. Ne? Hört man oft von den Frauen? Ja, also das hört man oft. Ja, also dass Frauen eigentlich doch lieber so den normalen, also oder dann schon lieber von hinten, aber so mit dem Mund und sowas, also ja, ist so, ja, weil es ja auch so ein Ausscheidungsorgan ist. Ja, naja, so ja, ist es halt bei uns Menschen. So, und es halt auch nicht so gut schmeckt, ne? Bisweilen, ja. Ja, obwohl ich habe... Wir haben ja gelernt in der Sendung, dass man da ein bisschen was dran drehen kann. Ja, ich habe immer eine große Ananas. Ja, siehst du. Allerdings eine frische. Liebe Melanie, das war sehr nett, mit dir geplaudert zu haben. Ja, wir hatten schon mal letztes Jahr mit... Ist das wahr? Gesprochen. Ist das wahr? Da hatten wir aber ein sehr ernstes Thema. Ich weiß gar nicht, ob du dich da noch erinnerst. Vielleicht das war das Thema Notwehr. Ja. Vielleicht, wir wollen es aber jetzt nicht nochmal vertiefen, denn das war ja jetzt auch ein anderer Grund, weswegen du heute angerufen hast. Nur wir hatten schon mal. Ja. Da war ich auch sehr aufgeregt, ne? Das ist so, ich glaube, das war jetzt heute das dritte Mal aller guten Dinge, ja, bekanntlich drei. Also dann grüß mal herzlich deinen Partner und viel Spaß bei der Autofellatio. Genau. Und ja, ich versuche natürlich auch, ob ich das auch mal bei mir schaffe. Ja, da musst du aber heftig Training machen, ne? Und wenn, ja, das stimmt. Und, ne, ich meine, dann wäre es ja die wahre Selbstbefriedigung. Das wäre ja der Hammer. Melanie, wenn du das geschafft hast, ne? Dann rufst du mich bitte nochmal an und dann plaudern wir darüber. Ja, ich denke mal, das kann lange dauern. Ich weiß nicht, ob es dann da noch deine Sendung gibt, ne? Ja, streng dich mal an. Meine Liebe, alles Gute wünsche ich dir. Danke für deinen Anruf und schönen Gruß, wie gesagt, an deinen Freund. Ja, danke schön. Tschüss. Dann tschüss. Ihr Lieben, an dieser Stelle ein Hinweis auf unser Thema morgen. Morgen heißt das Thema die dunkle Seite meines Partners. Zu diesem Thema hätte Melanie nicht anrufen können, denn das war ja eine durchaus schillernde Seite ihres Partners, was ihr Partner praktiziert, nämlich Autofellatio, sich selbst oral zu befriedigen. Also die dunkle Seite meines Partners. Ich möchte gerne mit euch sprechen über ja die Abgründe, die finsteren Seiten, das Böse, das... den Charakterzug eures Partners, den ihr nicht mögt, über den ihr vielleicht entsetzt seid oder mal entsetzt wart, als der zutage getreten ist, die dunkle Seite meines Partners. Ihr könnt euch per Mail anmelden oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind wir immer hier erreichbar schon und um 1 beginnt die Sendung. So, hier ist die Carmen, die gerade irgendwie nicht da war. Ich hoffe, dass sie jetzt da ist. Carmen, hallo. Hallo. Ja, 28 Jahre alt. 28 Jahre alt. Ich freue mich, mal durchgekommen zu sein und mal mit dir live zu sprechen. Sehr schön. Und gerade warst du weg, aber nun haben wir dich wieder. Ja. Sprichst du mit einer Freisprechanlage? Nein, ich spreche im Handy. Ach so. Die haben mich gerade schon mal angesprochen, weil ich da irgendwie nicht mit empfang, aber ich habe, meine Balken sind voll, ich verstehe das nicht. Ja, aber jetzt geht's im Moment auch. Also relativ nah ansprechen und vielleicht ans Fenster gehen, dann ist es immer noch besser, der Empfang. Was ist dein Thema, Carmen? Mein Thema ist, Domian, ich habe zurzeit drei Männer. Drei Männer hast du? Drei Männer, also drei Freunde. Die wissen voneinander? Die wissen nicht voneinander. Die wissen nicht voneinander? Nein, die wissen nicht voneinander. Wie lange bist du denn mit jedem Einzelnen schon zusammen? Das geht schon, ich habe die in kurzer Zeit alle drei kennengelernt. Das geht schon seit 6 Monaten. Ja.
Also mit allen dreien circa 6 Monate? Ja, mit allen drei circa 6 Monate. Und du jonglierst immer so hin und her? Ich jongliere immer mit den einen am Wochenende, mit den anderen beiden in der Woche. Und dann wird das auch langsam immer so ein Engpass. Ne? Der andere will mich auf meine Woche sehen, weil die meinen ja alle, ich hätte eine feste Beziehung mit denen. Jeder geht davon aus, er ist der Hauptpartner von dir? Er ist der Einzige. Mhm. Wohnen die alle in deiner Umgebung, in deinem Ort, in deiner Stadt? Nein. Zwei wohnen in der Nähe und der eine kommt aus Stuttgart. Und du wohnst weit weg von Stuttgart? Ich wohne weit weg von Stuttgart, ja. Das heißt, der ist dann, das ist leichter zu handhaben mit dem, der so weit weg ist. Mit den anderen ist es komplizierter. Ja, mit den anderen beiden ist es komplizierter, weil die wohnen auch nicht weit voneinander entfernt. Ja. Das sind so circa so, ich sag mal so, von 5 Kilometern. Ja. Und wenn ich dann halt bei den anderen bin, dann muss ich dann halt aufpassen, wenn ich dann mit dem anderen halt rausgehe oder so, ne, dass der andere mir nicht über den Weg läuft. Genau, das kann passieren. Ja. Sehr verfänglich heutzutage ist ja auch das Mobiltelefon. Ja. Wie machst du das, wenn du bei einem bist, nicht, dass eine SMS von dem anderen oder gar von dem dritten kommt? Wie gehst du damit um? Wenn ich halt mit meinem Partner zusammen bin, dann wird mein Handy grundsätzlich ausgeschaltet, weil meistens die rufen auch dann ohne Name an oder ne, unterdrückt und dann weiß ich auch nicht, wer da dran ist, weil meistens gehe ich da nicht dran und dann mache ich schon freiwillig das Handy aus. Verstehe. Jeder von den Männern ist ganz groß in dich verliebt. Ja, ganz groß. Jeder von den Männern ist denkt, das ist jetzt eine neue, tolle Liebe für mich, die ich gefunden habe. Ja. Wie sieht's denn bei dir aus? Wie sind die Gefühle denn da bei dir? Die Gefühle sind bei mir, dass ich die... Ich meine, ich habe einen natürlich, den ich am meisten mag. Natürlich, den sehe ich dann regelmäßiger, auch in der Woche, weil der ruft dann zwischendurch an. Achso, es gibt einen Hauptmann von den drei Männern. Ich sag mal so, das ist der Hauptmann. Es gibt einen Hauptmann. Ein Hauptmann, der dann sagt, ach Schatz, ich hole dich jetzt von der Arbeit ab, ich bin Krankenschwester. Ja. Was hast du denn jetzt für eine Schicht? Ich habe jetzt Nachtschicht. Ja. Und dann hole ich dich jetzt ab. Mein Problem ist, dass ich dann halt auch gesagt habe, wo ich arbeite zu ihm. Das hätte ich dann nicht sagen sollen, weil er kann ja auch mal unverhofft dann so stehen, ne, und mich dann mal überraschen wollen. Und da ist ja immer die Angst. Da ist ein anderer da. Ja. Ja. Warum hast du dir da so eine komische Konstruktion gebaut? Ja, ich weiß, also ich habe eine 12-jährige Beziehung hinter mir, die auch nicht sehr toll verlaufen ist. Ich sag mal so, es waren schöne Zeiten, genauso wie schlechte Zeiten. Ja. Nur, ich weiß nicht, ich habe die auch in kürzester Zeit kennengelernt, dann bin ich mal mit dem einen rausgegangen, da ist dann noch was raus geworden, dann habe ich den anderen kennengelernt, weil ich mir gesagt habe, ich hole mir jetzt nicht wieder irgendwie eine feste Beziehung oder stürze mich da in irgendwas rein, ich lasse es einfach so verlaufen. Aber ohne, dass du den Jungs die Wahrheit gesagt hast, du hättest das ja auch so laufen lassen können und sagen, okay, ich lasse es relativ offen, aber da ist auch noch wer anders, aber das hast du nicht gemacht. Nee, das habe ich nicht gemacht, weil ich ja schon im Nachhinein immer rausgehört habe aus dem Gespräch, ja, aber ich möchte nicht so irgendwie eine Partnerin haben, die eine offene Beziehung lebt oder die mal halt einen anderen Partner hat und ich bin dann komme dann an zweite Stelle und verstehe. Dann ist keine Zeit für mich. Und würdest du denn, du sagst zwar, du hast einen Hauptmann von den drei Jungs, aber würdest du dennoch sagen, dass du in alle drei verliebt bist? Ich sag mal, in den Hauptmann bin ich schon verliebt. Ja. In den anderen beiden, das ist keine Verliebtheit, das ist einfach... Sex. Sex, Bestätigung. Bestätigung, Sex und Abwechslung. Ja. Hast du ein schlechtes Gewissen? Manchmal. Aber nicht immer. Nicht immer. Manchmal habe ich schon schlechtes Gewissen, wenn ich dann halt den anderen Partner dann, wenn ich dann, Wochenende mit dem raus war, und der andere ruft mich dann sonntags an, auch Schatz, nochmal, ich habe dich versucht, das ganze Wochenende anzurufen, weil ich bin mit deinem Handy, da muss ich ja immer halt sagen, ach, tut mir leid, ich habe da vielleicht keinen Empfang gehabt oder ich habe Nachtschicht gehabt und du weißt ja, ich arbeite auf Intensivstation und dann kann ich ja mein Handy nicht anlassen und dann halt, man verstrickt sich aber auch dann in Lügen, dass ich auch schon mal andere Namen dann zu den einen sage ich dann Sebastian und zu den anderen sage ich dann Mohammed oder so. Ich hoffe, das passiert ja nicht mitten im Orgasmus, dass du den falschen Namen sagst. Nein, also da streng ich mich schon an, ne? Das könnte sehr peinlich sein. So, nun, ich habe manchmal schon zu hören bekommen, dass ich zu Frauen immer freundlicher sein soll, ich kann es gar nicht nachvollziehen, als zu Männern hier am Telefon. Hab schon mal eine Mail bekommen, da hat mir jemand geschrieben, also wenn Frauen dir das erzählen, dann hast du immer Verständnis und fragst nach und wenn Männer kommen, dann urteilst du ganz scharf.
Dieser Ansicht möchte ich jetzt ein Gar ausmachen. Ich habe mir das jetzt alles angehört, was du da erzählt hast. Ja. Wenn du mich ein bisschen kennst, Carmen, kannst du dir ja wohl vorstellen, was ich davon halte. Kann ich mir vorstellen. Das, nämlich gar nichts. Dass ich da jetzt nicht drüber lache und das locker und flockig finde, ist ja auch klar. Ist ja auch keine lustige Sache. Aber nee, das ist wirklich nicht lustig. Ich finde das Herz, Domian, irgendwie, wenn ich dann jemand, die sind dann so glücklich mit mir zusammen und die sind dann... Nee, du bist zu feige, weil du Angst hast, dass dieses sehr komfortable Leben, was du dir da gebaut hast, nämlich von allen, wer will nicht gerne von allen Seiten verwöhnt werden? Das würde dann zusammenbrechen. Und es könnte sogar sein, wenn du jetzt die Wahrheit sagst, dass dir diese gesamte Männerriege wegbricht, dass die nämlich alle sagen, komm, du kannst mich mal. Ja, das ist auch. Das ist auch die Angst, die ich habe, dass die vielleicht voneinander dann erfahren, wenn ich irgendjemand dann, ich sag mal, einen von den dreien, den Hauptmann, den dann die Wahrheit, sag mal, ich habe da aber noch zwei andere Beziehungen am Laufen gehabt, dass er dann zu mir gesagt hat, ja, dann sehen wir zu, Mädchen, da habe ich keine Lust drauf. Jetzt machst du das schon 6 Monate. 6 Monate ist schon eine ganze Weile. Ich meine, die Gefahr besteht sowieso, dass du dich in Lügen verstrickst. Die Gefahr besteht auch, dass das irgendwie auffliegt. Du hast gerade schon gesagt, dass du aus Versehen mal einen anderen Namen nennst. Ja. Du hast ein schlechtes Gewissen und du verhältst dich einfach allen drei Männern gegenüber äußerst, äußerst mies. Das muss man so sagen. Und dann sagst du mir auch noch, dass du da in diesen Hauptfreund, in diesen Hauptmann auch noch eigentlich sehr verliebt bist. Ja. Umso schlimmer das Ganze. Weißt du, wenn du aus einer langen Beziehung rausgehst, hätte ich überhaupt nichts dagegen, wenn du 10 Kerle hättest oder 15 Kerle. Aber eben offen. Und nicht in dem du denen irgendeine Welt davor gaukelst. Ja. Aber so ist das ja sind das ja drei perfekte Lügengebäude, die du da aufgerichtet hast. Das finde ich nicht in Ordnung. Da, letztendlich kannst du dir da nicht gut in die Augen schauen, wenn du in den Spiegel guckst. Ich auch nicht. So würdest du auch nicht behandelt werden wollen. Nee, müsste ich auch nicht. Also würde ich nicht gerne wollen. Also wenn das jetzt umgekehrt wäre. Wäre furchtbar. Dann würdest du sagen, die scheiß Männerwelt. Ja. Also, ich würde an deiner Stelle aber so schnell wie möglich da rein klar Schiff machen. Ich traue mich nicht, Domian. Ja, weil du Angst hast. Weil du Angst hast vor den Konsequenzen. Ich habe Angst vor den Konsequenzen, dass du hast jetzt Scheiße. Diesen Hauptmann, dass der dann zu mir sagt, weißt du was, Mädchen, sieh mal zu. Ja, dann musst du es ausbaden. Du hast jetzt schon Scheiße gebaut und hast das so angefangen. Jetzt sei wirklich wenigstens Manns genug oder Frau genug und zieh jetzt die Notbremse, sodass du da noch erhobenen Hauptes rausgehen kannst. Vielleicht ist der Typ, dieser Hauptfreund, ja auch so verliebt in dich, dass er das sogar respektiert und auch noch sagt, okay, die ist wenigstens ehrlich und ich will das honorieren. Die Chance besteht ja auch noch. Vielleicht, ich weiß es nicht, vielleicht. Wenn der ganz groß verliebt ist, wird das dir vielleicht vergeben. Aber du musst eben auch damit rechnen, dass alle drei weg sind. Ja, muss ich mit rechnen, auf jeden Fall. So, und da gibt es weiter gar nichts zu sagen. Wie peinlich für dich, wenn das irgendwie von alleine auffliegt. Ja, das ist es ja auch, wie peinlich. Das ist viel schlimmer, als wenn du selbst die Bremse trittst und sagst, okay, es geht nicht so weiter, ich hab einfach Fehler gemacht. Wir machen alle Fehler, Mensch. Es läuft jetzt sechs Monate, es läuft nicht 6 Jahre, dann wäre es alles noch viel dramatischer. Okay, es ist dir passiert. Du bist eine relativ junge Frau und ist ein Ausrutscher im Leben. Aber das ist nur zu rechtfertigen. Nein, das ist ja nicht böse, mit allen dreien nicht. Also ist nicht, dass ich, mir ist das nur, ich kann nicht über meinen Schatten springen und sagen, wenn der zum Beispiel aus Stuttgart kommt, der ist geschäftlich hier unten und er sagt, der ruft mich dann, so Schatz, ich bin dann da, nein, können wir dann, und das Problem ist immer, die möchten in meine Wohnung. Ja, dann mach doch ganz einfach Schluss. Mach Schluss mit dem Stuttgarter Schluss, mach mit einem anderen auch noch Schluss. Mach einfach Schluss. Ja. Und sprich mit dem Mann, der dir am meisten am Herzen liegt, sprich ein klares Wort. Okay. Mehr kann ich nicht sagen. Ich kann auch nicht für dich die Telefonate übernehmen. Das wäre auch nicht gut für dich. Dann würden die denken, Mensch, die feige Socke, jetzt schickt sie da den Domian vor. Mann. Okay, Domian. So, liebe Carmen. Es geht ja auch nicht so weiter. Ich meine, ich kann damit auch nicht es selber leben. Ich komme mit mir selber nicht klar. Ja, das meine ich ja mit. Wenn ich rausgehe, steht der eine vor der Tür oder... Na, es ist eine Frage der Selbstachtung auch, was du da machst. Auch. So, genug gesprochen. Du musst handeln. Alles Gute. Ja,
Okay. Liebe Carmen, tschüss. Danke, Domi. Tschüss. Oh, die Leitung war aber wirklich schlecht, aber wir haben sie noch verstanden. Ich könnte euch an dieser Stelle auch nochmal sagen, euch den Stammzuschauern, dass wir Freitag nicht im WDR-Fernsehen sind. Freitag sind wir nicht im WDR-Fernsehen zu sehen. Hier ist Nicole und Nicole ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo Domian. Hallo Nicole. Hab schon so oft probiert und heute habe ich es geschafft. Das ist doch toll, freue ich mich sehr. Um was geht's ja, bei dir? Ja, und es geht um das Thema, mein Noch-Ehemann ist eine Etage höher gezogen am 26.08.2005. Sie war meine beste Freundin, hat sie vorgespielt und in Wirklichkeit war sie auf meinen Mann scharf. Jetzt habe ich erst noch eine wir Bitte. Haben ein gemeinsames Kind. Eine kleine Bitte, sonst bin ich sehr irritiert beim Hören. Ich höre das besonders laut auf dem Kopfhörer. Schalte den Ton ganz weg von deinem Fernseher oder von deinem Radio. Das ist ganz wichtig. So. So, jetzt ist dein Mann ist seit dem 26.08. ausgezogen. 2000 ja. Ich habe sie am. Und 5. Am 26.08. in unserer ehelichen gemeinsamen Wohnung in Flagranti im Wohnzimmer erwischt, morgens um 4:45. Mit deiner besten Freundin? Mit meiner besten Freundin. Die wiederum wohnt über dir? Und sie wohnt über mir, hat eine Eigentumswohnung. Ich habe nichts gemerkt. Ich habe mich auch sozusagen charakterlich gut verhalten, dass unser Sohn nicht wach wurde. Der hat im Wohnzimmer geschlafen. Wie lange wart ihr verheiratet? Wir sind 4 Jahre verheiratet und 14 Jahre zusammen. 14 Jahre zusammen? Oh, und ja. Und die beste Freundin? Ich habe auch nicht angegriffen, ihn auch nicht und mir auch nichts anmerken lassen. Die Grundfakten noch fragen. Die beste Freundin wohnt über dir. Wie lange seid ihr da schon befreundet? 1,5 Jahre kann man sagen, ging das. Und man kann sagen, ein Jahr haben sie uns, also sozusagen mir hintergangen, mein Schwiegervater mit. Ach so. Und wie lange ist die beste Freundin, deine beste Freundin schon? Also, ja. Ja, aber vorher war ja noch ein halbes Jahr so zwischen, weil ich habe zu Ostern eine Karte reingesteckt. Vorher war ja Spinnefeind. Moment. Sie hat sich immer bei Feierlichkeiten beschwert und immer stunk gemacht. Also die Freundschaft zwischen euch Frauen ist doch ganz frisch gewesen. Die war frisch, ja. Die war ganz frisch. Und sie hat sozusagen auch in den Jungen investiert und Spielzeug gekauft und vorgegaukelt die Chefsekretärin und Eigentumswohnung und muss ihn imponiert haben. Und der Junge hat sich natürlich immer gefreut, ne? Wie alt ist denn euer Junge? Der ist jetzt 2,5. Ach, so klein noch. So klein. Ja. Es passiert und am 28. Der kriegt auch alles mit. Das Haus ist hellhörig, wenn sie sexuell zugange sind. Er schreit auch dabei. Das hat er früher auch nicht gemacht. Das heißt, der Junge wird wach, Papa, und zeigt mit dem Finger nach oben. Ich kann auch nicht ausziehen. Ich bin jetzt Hartz-IV-Empfänger, konnte meine Arbeit nicht antreten. Letztes Jahr im November habe 2 Jahre Elternzeit genommen. Oh weia. Und musste ein drittes Jahr ranhängen, dann hat er ja auch noch einen Herzfehler. Jetzt sag mir doch mal diese Situation, die stelle ich mir ja sehr schlimm vor. Du kommst da rein und... Ich konnte nicht den Raum betreten. Aber du hast ich konnte nicht. Du hast die Tür aufgemacht und hast ihn mit... Nee, auch nicht. Ich habe die Tür so gelassen, wie sie war. Sie kam mir raus entgegen. Sie konnte nicht deuten, weil ich bin einen Schritt zurückgegangen, wieder zur Schlafzimmertür. Sie konnte nicht deuten. Habe ich was gesehen oder bin ich gerade aus dem Schlafzimmer gekommen? Aber du und dann, hast, aber wo du hattest sie rausgang aus dem Wohnzimmer, dann bin ich in diesen Raum rein, habe die Jalousie hochgemacht, wir wohnen Hochparterre, ja. Und bin erstmal auf den Balkon gegangen und habe eine Zigarette geraucht. Dann kam er mir hinterher und hat mir noch über den Arm gestreichelt und hat gesagt, Schatzi, was ist denn los? Aber du hattest schon reingelugt in das Schlafzimmer. Sie waren im Wohnzimmer und ich habe im Schlafzimmer geschlafen. Ach so. Und sie hat ja bei uns auch noch übernachtet. Wir haben einen Tag vor Spielabend gehabt. Jetzt und dann war es 2 Stunden bevorm Aufstehen, weil er... Wir wohnen in Berlin und Tempelhof ist sein Job und das sie heißt, muss da auch nach Tempelhof. Ja, Moment, das heißt, die haben das miteinander getrieben, während du nebenan im Schlafzimmer warst. Ja, mit meinem Sohn geschlafen habe. Und wenn ich handgreiflich oder lauter geworden wäre, wäre unser Sohn wach geworden. Das wäre für ihn ja noch schlimmer, weil er hat ja auch eine Phase angewendet gehabt in unserem Beisein, wenn wir uns mal geküsst oder umarmt hatten. Mhm. Das war ja alles schon von ihnen ja alles schon Schauspielerei im Grunde genommen. Und der Junge, der hat uns nach denn auf einmal beide gehauen. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Der wollte auch nicht in sein Bett schlafen oder in seinen Laufstall rein. Das wollte jetzt, der alles jetzt nicht. Jetzt wohnt dein Partner, dein Mann oben. Ja, seit 10 Monaten. Seit 10 Monaten. Und ihr trefft euch auch im Treppenhaus immer wieder? Ja, der hat mir auch schon täglich angegriffen, was zur Anzeige gekommen ist. Verhandlung war auch schon, 500 € Geldstrafe, wurde er verdonnert, wenn er das nicht nachkommt mit 100 € pro Monat, dann ist der Fall erneut auf dem Tisch, aber das muss er an ein gemeinnütziges Werk Kindernot zahlen. Das heißt, du bist... Er zahlt auch keinen Unterhalt.
Ja. Und du bist quasi gezwungen, in dieser Wohnung weiter wohnen zu bleiben? Ja. Ich habe auch schon Ämter in Erwägung gezogen, aber die sagen, ich soll alle ausziehen. Die Polizei vom Revier, das Jugendamt und die Richterin bei der Verhandlung, was am 8. Mai war, wegen, sprich, diese Körperverletzung, ich soll ausziehen. Aber von was? Wenn man, ich habe Hartz IV, ich habe noch nicht mal Unterhalt von ihnen, das kommt von der Vorschusskasse. Ich habe keine Ersparnisse, nicht. Das heißt, ein Umzug kostet immer Kohle und dann auch noch wahrscheinlich so eine Wohnung zu finden, die auch so vielleicht so günstig ist wie deine. Ist dann auch nicht so einfach in Berlin. Nee, weil die Wohnung ist genau ermessen. Diese ist gerade bei Hartz IV, die ist genau in der Schiene, in der Preisklasse. Kann nichts machen. Also, das stelle ich mir wie Folter vor. Ist Folter. Ich krieg alles mit. Und dann kriegst du schon 6 Mal, dass ich unseren Sohn sagen muss, erklären muss, warum sein Papa, wenn die oben zugange sind, sexuell, warum er laut schreit. Dann sage ich, er hat laut geträumt. Stimmt, sehr schlimm. Wie soll ich ihnen das beibringen? Der versteht es ja auch nicht. Er hat ja auch noch eine Sprachverzögerung, wo ich mit ihm auch noch in logopädischen Behandlungen jede Woche gehen muss. Und er hat am Anfang immer gesagt, das mache ich nur alles aus Druckmittel, um ihn das gegen ihn zu verwenden. Aber die Psychologin hat es festgestellt. Ich bin mit ihm ja persönlich hin. Nicht, dass es ein Arzt uns auferlegt hat. Ja. Ich bin mit ihm persönlich. Kümmert er sich denn gar nicht um den Jungen? Gar nicht. Er hat den Jungen das letzte Mal gesehen, Fasching am 28.02. Er hat ihn auch nicht zu Ostern zukommen lassen. Unfassbar. Aber Domian, das Schlimme ist ja, der Junge ist 2003 geboren. Es war eine Risikoschwangerschaft. 14 Stunden. Ich wäre draufgegangen bei dieser Schwangerschaft. Ja, ich hatte diese Schwangerschaftsvergiftung gehabt. Und ich konnte ihn auch nicht mehr erkennen. Ich habe mir dann diese Rückenmarkspritze geben lassen. Ich habe dann nachher noch mehr Wasser eingelagert. Hatte dann auch noch ein Lendenwirbelsyndrom hinzubekommen durch diese Geburt. Und es war ein Wunschkind und sowas. Alles kaputt jetzt. Alles kaputt. Und dann nach 14 Jahren kennen, ist das wirklich unfassbar. Ist wie per Knopfdruck beendet. Unfassbar. Und dann, ich habe ihm auch an dem Tag noch die Chance gegeben, mit meiner Schwester, mit ihnen Rücksprache genommen, ob eine Familienberatung... Eheberater, nein, ich habe so starke Gefühle zu ihr. Okay. Die Gefühle sind so stark, dass ich sie ja verletzen, wenn ich sage, es wäre doch nicht so. Und du hast vorher, hast du gar nichts mitbekommen? Ich habe nichts gemerkt. Meine Mutti hat aber was mitbekommen. Ach, die Mutter hat was mitbekommen. Meine Mutti wurde selber früher von ihrem ersten Mann enttäuscht. Meine Tante hatte mir auch bei unserem gemeinsamen Sohn gewarnt gehabt, weil sie war an dem Geburtstag, wo unser Sohn ein Jahr wurde, auch dabei und sie hat so Auffälligkeiten gemerkt von ihr. Ich wollte es aber nicht wahrhaben. Ich sage, um Gottes Willen, das, Tante Annelies, was kannst du doch nicht sagen. Meine Mutti wollte mir auch was stecken, aber ich war so naiv. Die hat mir so geblendet. Die haben beide so geschauspielert. Verstehe. Selbst mein Schwiegervater. Wie ist die jetzt, wenn du die siehst im Treppenhaus? Wie die sind? Sie sind geschmacklos, sie sind taktlos. Also... Er ruft runter vom Balkon, wenn ich mit den Jungen auf dem Balkon stehe und ruft runter, hallo René, und er sieht nicht. Er sieht nicht. Er guckt, er kennt die Stimme, er sieht nicht. Oder auf dem Parkplatz ruft er auch rüber und fährt zum Fußball und sieht ihn auch nicht. Jetzt muss ich nochmal fragen. Da sind viele Leute eingewoben. Du hast von der Richterin gesprochen, Psychologen oder Jugendamt und weiß ich was. Ich soll gehen, ja. Ich soll den Weg frei machen, weil er im partnerschaftlichen Verhältnis ist. Moment, genau. Das will ich dich jetzt nochmal fragen. Aber er hat mehr zu tun. Lass mich fragen. Das ist die Hölle, was du da gerade beschreibst. Ich muss kurz was sagen. Ich habe 84 Kilo gewogen und wiege jetzt nur noch 57 Kilo. Das glaube ich, das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt frage ich nochmal. Gibt es wirklich keine Möglichkeit mit Unterstützung von Ämtern, von wem auch immer, dass man dir eine andere Wohnung organisiert. Das Schlimme, Domian, ist so, der Kindergarten ist sehr klein gehalten und die Oma und Opa, der Opa ist sein Ein und Alles, auch die Oma. Und die wohnen auch um die Ecke? Die wohnen genau in den Umdreh und ich habe auch noch in der Wohnung die Sanierung hier durchgemacht. Das Schlimme ist ja noch, Domian, in dieser Wohnung hat meine Tante gewohnt und ich war als Kind jeden Tag zu Besuch. Und er kommt eigentlich gar nicht aus diesem Bezirk, wo ich wohne. Aber wir müssen jetzt mal... Und jetzt soll ich auch noch den Weg frei machen und die Wohnung ist noch das Einzige, was ich habe. Ich denke jetzt nur über eine Lösung nach, wo du langfristig eine Erleichterung findest. Denn das ist ja wirklich absolut schlimm. Denn die beiden werden ja wohl über längere Zeitraum da wohnen bleiben. Ja. Ne? Du hast gerade gesagt, das ist eine Eigentumswohnung von der Frau.
ist eine Eigentumswohnung, aber die ist nicht abgezahlt. Naja, gut. Und er zahlt auch keinen Unterhalt, weil sein Einkommen ist so bemessen. Gut, aber es ist 85 Euro. Aber es ist nicht zu hoffen, dass die irgendwie bald ausziehen. Das ist nicht zu hoffen. Ich weiß nicht, die streiten sich, wenn nun ist ja seit Februar alles abgeblockt. Aber wenn jetzt immer irgendwie Termine waren, was mit meiner Person und mit den Jungs zu tun hat, da haben die sich an den Abend gezofft. Schon so gezofft, dass er sich so ja im Bad eingeschlossen hat und gesagt hat, ich denke, meine noch Frau ist schlimmer, du bist ja noch schlimmer. Das sagt er. Ja. Das sagt er. Das Stimme ist ja auch noch Domian. Ich habe am 27. Oktober Geburtstag. Sie hat einen Tag nach mir. Und unser gemeinsamer Sohn hat genau mit der Oma zusammen auf den 30. Oktober. Er wird jedes Mal daran erinnert. Das Jugendamt ist eingeschaltet. Die wissen Bescheid? Ja. Die, jetzt am Montag auch die sagen, dass du da rausgehen sollst. Ja, am Montag ist jetzt Termin mit dem Umgangsrecht. Das habe ich veranlasst, dass das jetzt vom Gericht festgelegt worden ist, dass es festgelegt wird, weil er aus sporadischem Sinne immer nach Lust und Laune seinen Sohn sehen wollte. Und es ist nicht zum Wohl des Kindes. Ja, also ich sag dir von meiner Seite, das ist ja eine Riesengeschichte, die du da erlebst und die du da hinter dir hast oder in der du da drin hängst. Ich hänge da voll drin. Voll drin, ja, ich weiß es. Ich glaube auch, und ich nehme deine Bedenken. Ich will jetzt auch eine Kur und ich nehme deine Bedenken wirklich sehr ernst. Aber ich glaube auch, dass die wirklich beste Lösung wäre, wenn du da rauskommst. Weil du zerfleischst dich ja. Aber ihr habt noch nicht mal Ersparnisse. Ja, man müsste irgendwas hinbekommen, dass man dir hilft, diesen Umzug zu bewerkstelligen. Ich will mal Folgendes überlegen. Ich möchte, dass du jetzt weiter mit meiner Mitarbeiterin im Hintergrund sprichst, mit meiner Psychologin. Und wir wollen mal überlegen, ob wir da irgendwie dir... Er hat ja mich ja auch schon hier im Therapeutenhausflur am 30. Oktober 2005 ja tätlich angegriffen. Ja. Im Prinzip muss es getrennt werden. Es muss einfach getrennt werden. Und wir werden jetzt mal überlegen, ob wir dir vielleicht in irgendeiner Weise Unterstützung zukommen lassen können. Dafür bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir melden uns sofort wieder bei dir. Alles klar, Domian. Alles klar? Ich wünsche alles Liebe, alles Gute. Schön, dass ich mit dir sprechen konnte, Domian. Meine Liebe, tschüss. Tschüss. Jasmin ist hier. Jasmin ist, wie alt ist Jasmin? 23. Ja, genau. Hallo Jasmin. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja. Und was geht's bei dir? Ich muss gerade erstmal sagen, dass ich total entsetzt bin von, wer war das, Nicoles Geschichte? Dann komme ich mir jetzt in meiner Geschichte ja ganz schön doof vor. Aber naja, also, hier ist das so. Hier werden alle Geschichten erzählt, die es so gibt im Leben. Und da gibt es dramatische und weniger dramatische. Und alles gehört zum Leben. Ja. Naja, Folgendes. Ich bin seit 3 Jahren mit meinem Partner zusammen und seit 8 Monaten verheiratet. Wir sind auch sehr glücklich zusammen. Nur mein Problem ist, ich bin krankhaft eifersüchtig. Also er gibt mir eigentlich gar keinen Anlass. Er gibt keinen Anlass? Irgendwie nicht. Überhaupt nicht. Es gibt auch nicht einen Vorfall, aufgrund dessen du sehr alarmiert bist oder so. Nicht wirklich. Also wenn er mal irgendwie mit Freunden unterwegs ist oder mit Arbeitskollegen und ich rufe ihn dann irgendwie mal an, wo er bleibt, dann ist entweder sein Akku leer oder er hat es nicht gehört oder im Auto liegen lassen oder er hat es später erst gesehen, wollte nicht zurückrufen, um mich, weiß nicht, aufzuwecken oder er war schon auf dem Rückweg. Und das ist schon so oft passiert, dass ich total skeptisch geworden bin nach einer Zeit. Aber du hast nicht irgendeine Spur entdeckt? Nicht wirklich. Also kurz nachdem wir zusammengekommen sind, hat er sich noch mit einer anderen kennengelernt. Aber da ist nichts draus geworden, also nichts Ernstes. Aber das liegt 3 Jahre zurück? Ja. Nun höre ich ja immer wieder mal von Partnerinnen, eher von Frauen, dass die auch gerne mal ins Handy des Mannes gucken. Hast du das auch schon mal gemacht? Das habe ich auch schon gemacht, aber ich sage ihm das auch hinterher immer. Und hast aber auch nichts entdeckt? Doch, einmal hat eine geschrieben, nee, aber nicht wirklich. Also sie hat wohl geschrieben irgendwie, ob er vergeben sei. Also nicht wirklich irgendwie, was weiß ich, ob wir uns mal treffen sollen oder irgendwie sowas. Nicht nur halt, ob er vergeben sei und ob sie sich mal treffen könnten. Ja. Das war alles. Es piepst halt immer so ein bisschen. Kann es sein, dass dein Akku gleich leer ist? Hörst du es auch? Wir reden einfach weiter, wenn es passiert. Also, ganz klar ausgesprochen, da ist eine große Eifersucht, aber letztendlich gibt es keine wirkliche Begründung. Außer, dass das Handy mal leer ist oder zu aus ist, wenn er mit seinen Freunden unterwegs ist.
es gibt keine wirklich heiße Spur. Nicht wirklich, nein. Nee. Und ich muss auch sagen, der vertraut mir im Gegensatz sehr viel. Also, ja. Sprichst du denn sehr viel mit ihm darüber? Ja. Hast du schon den Eindruck, dass ihn das etwas nervt? Ich glaube schon, doch. Mhm. Doch, das nervt ihn. Weil, wenn er wirklich ein reines Gewissen hat, nervt das unglaublich, weil das heißt ja jedes Mal, ich unterstelle dir etwas. Das sagt er mir auch. Ich misstraue dir, heißt das. Ja, ich hatte ihm das auch wortwörtlich gesagt. Ich hatte ihm gesagt, ey, ich vertraue dir einfach nicht. Gib mir doch Anlass, dir zu vertrauen. Mhm. Ja, aber wenn du keinen Anlass gibst, ihm zum, wenn er dir keinen Anlass gibt zum Misstrauen, dann ist das doch schon in Ordnung. Was verlangst du noch von ihm? Was willst du? Wenn er mit seinen Jungs mal loszieht und das Telefon ausgeschaltet hat, na und, ist doch egal. Naja, zum Beispiel auch, wenn er mal später von der Arbeit kommt, da kommt mal eine Stunde später. Ja. Und ich frage ihn, wo er gewesen ist und warum er mir nicht Bescheid gesagt hat, dann sagt er, er hat nicht dran gedacht oder sonst. Ja, kann ja auch passieren. Also weißt du, wenn alles so richtig gut ist, muss man ja nicht ständig anrufen, na, Schatz, ich komme jetzt 10 Minuten später, Schatz, ich stehe jetzt da und Schatz, ich bin hier. So ein gewisser Spielraum muss doch auch da sein. Wie ist die Beziehung sonst? Sonst perfekt. Perfekt. Ja. Du bist eigentlich eine glückliche ja, Frau. Ich bin verdammt glücklich. Acht Monate verheiratet und alles ja. Eigentlich alles im grünen Bereich. Die Zeit vorher, die 3 Jahre, als ihr zusammen wart, warst du da auch schon so eifersüchtig? Nee. Nee? Nein, das ist es. Ich war nicht eifersüchtig. Also erst seit der Hochzeit? Nee, auch nicht seit der Hochzeit, seit ungefähr 1,5 Jahren, würde ich sagen. Ach so. Aber so ziemlich am Anfang der Beziehung eigentlich nicht. Mhm. Aber da ist vor 1,5 Jahren auch, ich frage es jetzt nochmal, ist nichts vorgefallen? Nein. Nee. Ich weiß auch nicht, was ich machen kann. Ich weiß auch gar nicht, warum ich so bin. Also so bin ich normalerweise gar nicht. Mhm. Ich finde, Jasmin, dass du dagegen arbeiten musst. Weil du dir sonst, du läufst große Gefahr, dass du dir deine Ehe kaputt machst. Wenn da wirklich keine Begründung vorliegt und auch kein Anlass vorliegt, dann halt den Mund. Ja, ich vertiefe mich da auch so rein. Du steigerst dich da rein. Ja, ja, du steigerst dich da rein. Und dann sag ich ihm das ja auch wirklich. Also das, was ich denke, sage ich ihm dann ja auch. Und er sagt mir auch, ey, du kommst auf Gedanken, darauf wird ich nicht mehr im Traum kommen. Einmal, ich will immer sagen, einmal nervt ihn das. Das nervt über kurz oder lang jeden Menschen. Und zum anderen macht dich das klein vor ihm. Ja, das stimmt. Ja, das ist eine ganz blöde Sache. Mein Ego. Das heißt, du bist ja auch keine du strahlst ja auch kein Selbstbewusstsein aus, wenn du immer so rumzappelst, na, war da wieder was, warum kommst du jetzt erst nach Hause und weißt du und so weiter. Ja. Das ist nicht. Das macht mich auch fertig. Normalerweise bin ich total selbstbewusst. Also sagt mir auch von außen jeder und ich selber weiß das auch und er hat es mir auch gesagt. Nur mittlerweile durch meine Eifersucht und durch meine ständige Kontrolle habe ich mich wirklich, wie du gesagt hast, klein gemacht vor ihm. Ja, ja. Also ich meine, der erste Schritt ist immer die Erkenntnis, dass einem das bewusst ist und das ist dir ja offensichtlich bewusst. Der zweite Schritt ist der Kampf gegen eine schlechte Eigenschaft, die man selbst hat. Und der Kampf ist immer mühsam, egal was es für eine Eigenschaft ist. Da musst du jetzt im Kleinen anfangen, gegen deinen Schweinehund, deinen inneren Schweinehund, und das ist einer, anzukämpfen. Wie denn? Indem du es einfach unterdrückst. Wenn du merkst, jetzt komme ich wieder in die Stimmung, dass du dich wirklich zwingst, das zu unterlassen und dass du dich zwingst, auch ihn daraufhin nicht anzusprechen. Nur so geht es. Es ist immer mühsam. Es ist, glaube ich, immer mühsam, wenn man solche Sachen bekämpft in sich. Aber es gibt keinen anderen Weg, keinen Königsweg. Wenn du sagst, ich steigere mich da rein, dann hast du auch die Macht. Man hat immer die Macht, gegen etwas zu arbeiten, in das man sich selbst hineinsteigert. Immer. Aber da muss man gedanklich erstmal sich hintunen, dass man das auch will. Und dann ist das immer noch nicht leicht getan. Und du wirst auch immer wieder Rückschritte erleben. Aber du musst es tun. Jetzt im Moment lässt du dich ja völlig gehen, glaube ich, in dem Gefühl. Irgendwie schon, ja. Er sagt mir ja auch, er braucht seinen Freiraum. Ansonsten, ja. Ja, lass ihm den Freiraum. Lass ihm den Freiraum. Hm. Wenn er mit seinen Jungs aus ist, geh du mit deinen Freundinnen oder mach du auch irgendwas alleine. Und ja, mache ich ja. Aber auch wenn ich mit denen zusammen bin, mache ich mir Gedanken. Das ist ja das Absurde. Mhm. Ja. Ich habe irgendwie keinen klaren Gedanken. Ich habe da nicht meinen Spaß, wenn ich nicht weiß, wo er ist. Mhm. Also ich glaube, wir sind uns einig, was man machen muss, ne? Ja. Nämlich, ja. Ich bin mir dessen bewusst. Ich weiß, dass ich... Du musst es jetzt also nur tun. Ich muss es einfach nur in die Tat umsetzen. Du musst es in die Tat umsetzen, genau so ist es. Und du fängst am besten gleich morgen damit an. Okay. Alles Gute.
Und alles Liebe, Jasmin. Ja, danke. Tschüss. Guten Nacht. Morgen heißt unser Thema, ihr Lieben, die dunkle Seite meines Partners. Vielleicht hätte jetzt der Mann von Jasmin anrufen können, indem er erzählt, dass Jasmin immer so unbegründet eifersüchtig ist. Wie auch immer, ich möchte gerne mit euch über eure Partner sprechen, über die dunklen Seiten, über die schlechten Charaktereigenschaften, über die Abgründe in eurem Partner, die ihr kennt, die ihr vielleicht vor kurzem erst kennengelernt habt oder die vielleicht so gravierend waren, als ihr sie kennengelernt habt, dass ihr gesagt habt, nein, mit diesem Partner kann ich nicht mehr zusammenleben. Das ist zu schlimm für mich. Die dunkle Seite meines Partners. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, mailt. Am besten meldet euch per Mail an oder morgen ab 0 Uhr anrufen. Kostenfreie Telefonnummer und oder während der Sendung ab 1 Uhr hier bei 1Live von dem mit der Fernsehen sind wir zu sehen und zu hören. Miriam ist jetzt hier. Miriam ist 24. Hallo. Ja, hallo. Hallo Miriam. Was ist dein Thema? Und zwar, mein Thema ist, bei mir und meinem Freund läuft nichts im Bett. Und wir sind seit 14 Monaten zusammen. Ich habe das nicht so ganz verstanden. Es läuft nichts im Bett. Genau, wir haben keinen Sex zusammen. Das war schon von Anfang an so. Und seit 14 Monaten seid ihr zusammen? Genau. Das war von Anfang an so? Ja. Ihr habt noch nie Sex miteinander gehabt? Also wir haben das schon zweimal probiert, aber das hat nicht funktioniert. Weil ich praktisch keine Lust auf ihn habe. Ach so. Also das heißt, er hätte schon gerne gewollt und er war auch erregt? Ja genau, aber ich bekomme dann keine Lust auf ihn. Ja. Wie kommt das? Warum ist das so? Das ist ja die Frage. Ich habe keine Ahnung. Mit anderen Männern hat es immer funktioniert, nur mit ihm funktioniert es nicht, da ich keine Lust auf ihn habe. Also du hast keine Lust auf seinen Körper? Genau. Weil der mir einfach nicht gefällt. Weil der Körper dir einfach nicht gefällt. Der macht dich nicht scharf. Genau, der kann tun und machen, was er möchte, aber ich bekomme da einfach keine Lust. Aber die Beziehung funktioniert wunderbar, wir haben auch keine Probleme, ich liebe ihn, aber im Bett läuft da einfach nichts. Magst du ihn anfassen und streicheln? Nein, das möchte ich auch nicht. Auch nicht? Er kommt dann immer und so und bittet mich lieb drum, dass ich auch mal was mache, aber dann habe ich einfach keine Lust. Ich habe ihm das auch schon gesagt und so und mit ihm darüber geredet. Ja. Aber das funktioniert einfach nicht. Wie reagiert er denn darauf? Ich meine, das ist ja auch nicht so schön, das zu hören, wenn man das ja so klar gesagt bekommt. Ja, er ist dann immer natürlich traurig und enttäuscht. Ja, ja. Aber du hast ihm auch so klar gesagt, hey, du machst mich nicht an. So im Klaren. Ich habe ihm das halt geschildert, warum ich das nicht möchte und was mir halt nicht gefällt und was mir so gefällt. Ja. Er probiert es dann auch immer aus, aber das funktioniert einfach nicht. Ja, wobei ich das so verstanden habe, dass es gar nicht ums Ausprobieren geht, sondern dass einfach der Körper deines Freundes dir nicht gefällt. Genau, das ist das Problem. Das ist das Problem. Mhm. Da fehlt einfach irgendwie das gewisse Etwas. Was wäre denn das gewisse Etwas? Kannst du das benennen, was dich besonders scharf macht an Männern? Das ist schwer zu erklären. Also, weiß ich jetzt, eine behaarte Brust, Muskeln, großer Typ oder eher so ein zärtlicher? Also eigentlich ist es ja nicht das Aussehen, ja? Es ist ja einfach das gewisse Etwas, was da beim Sex fehlt. Ich verstehe schon, du kannst es nicht richtig benennen, es fehlt, es ist einfach irgendwas da, was dich nicht scharf macht. Genau, es kann auch sein, da sitzt ein Mann und da schaut mich schon an und dann werde ich auch schon rallig auf ihn. Aber, ja. bei ihm kommt es nicht. Küsst ihr euch? Auch ganz selten. Weil du es auch nicht magst. Du magst auch nicht mit dem küssen. Nein, und ich lasse mich auch nicht gern von ihm anfassen. Das ist eine komische Sache. So. Ja, ich finde die Sache überhaupt nicht komisch, Miriam. Für mich klingt das so, als wäre das die perfekte Voraussetzung für eine super gute Freundschaft, eine platonische Beziehung, aber null und null und null für eine Partnerschaft, für eine Liebe. Wenn du das so klar, ich meine, das ist ja schon mal toll, dass du das so sagst, wenn du so klar zum Ausdruck bringst, der macht mich nicht an, der kann nichts dafür, der ist ein netter Kerl, aber der macht mich körperlich nicht an. Was willst du noch mehr wissen und mehr sagen? Da kann man nichts dran ändern, das ist so. Das wird auch nicht mehr kommen, da kannst du 10 Mal ausprobieren, da sind die Karten längst gefallen. Aber das ist ja keine Beziehung ohne Sex. Nee, das ist ja meine Rede. Ich finde, dass ihr beiden gar keine Beziehung führen solltet. Sondern wenn ihr euch so gut versteht, dann ist das halt eine super gute Freundschaft, aber keine Beziehung. Ja, aber das möchte ich ja auch nicht. Ich möchte ja schon mit ihm zusammen sein und dass der Sex funktioniert. Wird aber nicht funktionieren, wenn du nicht scharf auf ihn bist. Da kannst du 10 Mal wünschen und wollen.
Weißt du? Schon, da hast du schon recht. Ja, also das kenne ich ja von mir auch. Also wenn ich jemanden so vom Charakter her super toll finde, aber wenn mich der äußerlich nicht anmacht, das kann ich mir 10-mal wünschen und 10-mal schön denken, aber scharf werde ich davon auch nicht. Also, ja, da musst du ja keine Beziehung, da bleibt mir nur übrig, Schluss zu machen, aber das möchte ich ja auch. Im Prinzip bleibt das nur noch übrig. Mir bleibt auch gar nichts mehr übrig, als jetzt auch hier Schluss zu machen, liebe Miriam. Ja. Ich habe dir meine Meinung gesagt, alles Liebe, alles Gute. Tschüss, in der Technik, Matthias Neef. Unser Thema morgen heißt die dunkle Seite meines Partners. Ich wünsche euch eine gute Nacht, eine schöne Nacht, bis morgen.